Hallo, willkommen, ich bin das Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem Dirk. Wir sind hier zusammen auf Island mit unseren Drohnen unterwegs, insgesamt zu viert. Wow, was kommt denn da an? Hallo! Hallo! Hallo, hallo Mini 2! Und natürlich sind auch wieder die Rucksäcke von Tomcase am Start. Und zwar nicht nur der hier für die FPV, der Autorucksack, sondern auch der Autorucksack für die Mini 2, der ganz neue. Den hat der Dirk dabei. Und der neue Rucksack, der hat sogar Platz für den Smart Controller. Den gibt es noch gar nicht so lange. Wir packen die Drohnen jetzt mal aus. Oh, ich bin sehr gespannt. Das gehört aber nicht zum Lieferumfang, ne? Nein. Ich hoffe, der Ton ist nicht ganz so grausam, denn hier tobt natürlich die wilde Natur. Hier der Wasserfall ist ganz schön laut und hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Da ist er. Da passt der Smart Controller rein, aber auch der herkömmliche Controller. Ansonsten alles wie bei dem herkömmlichen Mini 2 Rucksack. Cool. Wo startest du? Aus der Hand. Aus der Hand. Hey, ganz mutig. Und natürlich hier jede Menge Platz. Hier kann man sogar dann noch Verpflegung reintun und jede Menge Zeug. Stirnlampe. Was ist da alles drin? Stirnlampe, zeig mal. Wow, brutal. Landepad, Karten, Stirnlampe, Ladegerät. Irre. Und da? Die Kamera noch, was? Okay, passt auch noch rein. Klingt gut für den Controller. Okay, und da? Surprise, surprise! Surprise, surprise! Noch eine Mini! Hey. Geil! Ja, Wahnsinn! Super! Ihr habt gesehen, der Mini 2 Autorucksack mit Smart Controller, Verstaumöglichkeit ist absolut perfekt geeignet für Island. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich sage auch noch Tschüss, macht's gut! Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Michas Welt YouTube-Kanal.